国际消息来看，电动车业者特斯拉在德国的欧洲超级工厂，这个意思被超工来放火造成停工。德国有环保团体就讲是因困难的，国牵制这特斯拉的工厂来破坏环境。不过特斯拉执行长马斯克是批评，安尼放火行为实在有够戆。德国警方检查伫咧东北部布兰登堡内面一座高压电塔。因为这座电塔敢那让人放火，造成格林海德附近真侪城市，包括特斯拉的电动车超级工厂在内，拢无电通用，生产线规拢停落。特斯拉的超级工厂伫咧柏林东南边，是伫欧洲的第一座制造厂。好佳哉，这场大火无炭烧到工厂。警方讲，火已经被拍花。Die Produktion ist jetzt stillgelegt. Für uns ist das hier wirklich ein Anschlag auf diese Industrieansiedlung hier in Brandenburg. Wir haben über 12.000 Mitarbeiter, die wir jetzt momentan nicht weiter beschäftigen können. Das bedeutet für uns einen wirtschaftlichen Schaden im hohen neunstelligen Bereich. Und wir haben momentan noch keine klare Sichtbarkeit, wann wir hier wieder mit der Produktion beginnen können. Sind natürlich im engen Kontakt mit der EDIS und versuchen hier sehr schnell Klarheit zu erzielen.Und ja, sobald wir dann das Netz wieder aufschalten können, werden wir natürlich die Produktion wieder hochfahren. Aber einige Schäden werden dann möglicherweise auch erst sichtbar werden, wenn wir dann wieder zuschalten. Tesla 伫咧格林海德工厂的扩建计划遭受到强烈的反对。Tesla 希望和这个厂的电池产量会当增加一倍，也毋过为着被扩建工厂才造成侪森林，和当地居民反对，强调工厂会破坏资源的供应。环保人士自三月初就走入去特斯拉工厂附近的森林，进行所谓的绿营占领活动，未阻挡工厂的扩建计划。Ja, saubere Elektroautos sind eine dreckige Lüge. Hier Menschen vor Ort wird das Wasser geklaut, aber auch da, wo die Rohstoffe für die Autos herkommen, werden Menschen ausgebeutet und Natur zerstört. Was wir brauchen, ist eine sozial gerechte Mobilität, an der alle teilhaben können. Dazu gehören keine überteuerten Autos, sondern öffentlicher Personennahverkehr, den sich auch jeder leisten kann.极左组织火山集团的人士讲，这场火是因放的，并且讲这是因对特斯拉的德国厂的破坏行动。这也是特斯拉德国超级工厂的供电第二遍被破坏。这件代志也造成特斯拉的股价跌2.8%。特斯拉首席的执行长马斯克批评放火人行为是正戆。公司新闻，新乐会编译。